Ab in die Sonne. Herrlich. Leute, wir treffen gleich Ronny. Guten Morgen erstmal. Ronny braucht noch ein bisschen, der muss Bus fahren. Ich zeige euch mal, wo ich hier bin. Ich bin nämlich gerade hier auf dem Heiligen Geistfeld und komme aus der U-Bahn-Station. Es ist wunderschön. Ist nicht ein schöner Tag? Es ist doch ein hervorragender Tag. Herrlich, oder? Ich dachte, wir gehen mal raus. Und dann schrieb Ronny, dass er in Hamburg sei. Und dann habe ich gedacht, Mensch, kannst du dann direkt Montag, kannst du direkt was machen für ein paar Stündchen? Und meinte, yo. Und was ich geil finde, er sagte, er hätte einen Metalldetektor dabei. Was wir genau damit machen, ich weiß es nicht. Bin gespannt, was abgeht. Ja, natürlich freue ich mich über den 49ers-Sieg. Also wenn ich nicht heute Trikot und Cap trage, wann dann? Das kann alles schnell genug vorbei sein. Für alle Leute, die nicht wissen, worüber ich rede, es ist Football und es ist gerade eine heiße Phase, kurz vorm Super Bowl. Und die 49ers, die sind jetzt ins Finale eingezogen. Warum mag ich die so gerne? Weil das mein erstes Footballspiel war, bei dem ich gewesen bin in Amerika, in dem Stadion. Deswegen ist das ein bisschen bei mir verankert. Jetzt kommt die Feuerwehr, aber sehr schnell. Ich beeile mich mal ein bisschen. Ich habe auch eine schnelle Brille dabei, aber es ist noch nicht Zeit für die schnelle Brille. Erst muss ich Ronny so begrüßen. Nachher denkt er, ich bin ein Assi. Denkt er eh. Ich stehe gerade hier an der U-Bahn-Station St. Pauli, direkt beim Five Guys und ich warte hier auf Ronny. Und ich bin gespannt, was mein guter Freund Ronny mir sagt, warum der gestern Polizeibesuch hatte. Gestern gab es irgendwie einen Polizeieinsatz bei Ronny Berger. Swatting, oder? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Er soll mal ein bisschen was erzählen. Ich glaube, ja. Was werdet ihr unternehmen? Er meinte, er hatte einen Metalldetektor dabei. Mein Plan wäre, wir gehen an die Landungsbrücken, weil Wasser und Sonne ist perfekt. Und dann suchen wir uns irgendwie einen Snack, einen Kaffee oder so und gehen dann an den Elbstrand und machen was mit seinem Metalldetektor. Ich glaube, besser kann es eigentlich nicht werden. Das hört sich doch fantastisch an. Ronny bekommt heute von Matteo die Haare schön. Bei Bonjour ist er auch. Ey, das ist so geil. Ronny ist einfach geil. Ja. Ich sag's dir, die Frisur, das kann Edgar, das ist ein Ronny. Diesen Sommer wirst du diese Frisur überall sehen, in den Hauptstädten Europas. Das ist hier einfach nur fantastisch, wie er einfach überall von allen geliebt wird. Und ich gönn's ihm. Der Mann ist einfach herzlich. Ronny ist einfach ein Streamer mit Herz. Und deswegen hat er auch jeden Erfolg verdient. Mehr Leute sollten nice sein. Nehmt euch alle ein Beispiel an Ronny. Ronny ist self-made. Ronny ist self-made. Ja, das stimmt. Und alle lieben Ronny. Egal wer es ist. Die großen Streamer hast, Knossi, Montana, egal wer, alle lieben Ronny. Oh, da hinten geht's. Was geht da ab? Ich muss euch was zeigen. Da hinten ist Nebel. Die Polizei sperrt ab und da hinten blinkt es und da ist Nebel. Alter, was geht ab? Ich glaube, Ronny kommt. Die ganzen 49ers-Fans, die 49ers-Ultras sind unterwegs. Wo ist der junge Mann mit der schönen Frisur? Ich sehe ihn noch nicht. Der ist ja doch! Der ist ja doch! Der ist ja doch! Warum gehst du denn da lang? Hey! Ronny! Hallo! Schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Erklär mal, was war bei der Polizei? Was ging da? Ja, ich, so ein Fake-Notruf. Aber nur Asoziale machen das. Ja. Sorry, ich will das nicht, dass das bei Ronny passiert. Wie lange war's? Und dann haben die dich abgeholt oder was? Ja, war sehr nett, auf jeden Fall. Die haben mir ein Taxi besorgt, so. Die haben mich zur Wache gebracht mit ihren eigenen Autos. Das war wirklich schon irgendwie freundlich, fand ich. Wild. Dass wir dann nicht bis zur Davidwache über die Straße laufen mussten. Und dann war ich da. Warum haben die das hier mitgenommen? Was haben die denn gesagt? Also ich meine, die müssen doch einen Grund haben, oder? Ja, wenn jemand anruft und wenn er einen Grund behauptet, quasi der schlimm genug ist, dann müssen die dem ja nachgehen. Weißt wirklich? Du? Ja, es ist so. Weil du weißt ja nicht, ob da was anderes oder nicht. Und die müssen... Das tut mir richtig leid. Ja, aber ist jetzt aber nicht... Aber geile Story, Bro. Ja, so muss man es nämlich immer sehen. Aber geile Story. Ich versuche mein Leben einfach nach geilen Stories. Also ich versuche nicht immer zu überlegen, ist es jetzt richtig oder falsch? Ist das eine geile Nein, Story ist am eine Ende? Geile Story. Ist das am Ende eine geil, geile Mann, Story? Geil, Mann, Ronny, ey, Hammer. Wer ist dein liebster Zuschauer? Ich liebe alle meine Zuschauer, außer die Blöden. Die Blöden. Ey, Ronny, hast du wirklich einen Metalldetektor dabei? Ja. So unfassbar. Willst du schon mal sehen ein bisschen? Das müssen gespoilert werden schon. Ja. Okay, du überlegst so. Will ich? Will Ey, ich nicht? Ich finde das so krass. Hier, also ich habe den auseinandergebaut. Das ist der Main Part davon. Hammer. Also das ist so quasi, das hält man dann so und dann kommt ihn noch so ein Ring und dann so eine Scheibe unten und dann können wir Also so. Wie man sich das vorstellt. Genau so ein richtiges Ding. Ja. Hast du eine kleine Schaufel? Ja. Ja. Okay. Ich habe sogar eine kleine Tasche, wo wir unsere Schätze reintun dabei. Was ist denn hier los, Mann? Wir müssen hier weg, Ronny. Ja. Lass uns doch keinen Schreck holen irgendwo. Ja.
Es ist zu laut. Komm, wir gehen. Was ist hier los? Reeperbahn ist jetzt nichts los. Du kennst dich aus. Ja, wir gehen jetzt schön Landungsbrücken. Ja. Suchen dir was zu essen, mir auch. Und hört ihr das, wie die Leute in Hamburg alle singen? Ronny und Krogi, die super Freunde. Ja, ja, ja. Das ist der Song? Ja, ja. Das ist der Song. Alle freuen sich. Ronny ist ein dufter Typ. Hup, hup. Ronny ist ein dufter Typ. Hup, hup. Meine Haare sind gar nicht am Start heute. Es geht, ich finde sie nicht so schlimm. Ey, dafür, dass sie schon einen Polizeieinsatz hinter sich haben, gehen die eigentlich klar, oder? Jetzt, guck mal, hier ist doch direkt, ach, jetzt vorbei. Guck mal. Jetzt ist doch alles vorbei. Ja, dann lass uns doch da runtergehen. Ich sag, die einen sind nicht so beliebt. Ich glaube, die mögen keine Kartoffeln, die Leute. Ich liebe ja Kartoffeln. Ja, die Idee, also ich, das finde ich auch gar nicht so schlau, sich mit der Landwirtschaft anzulegen. Nee, wirklich. Das sind ja unsere Ernährer, unsere Versorger. Ja. Was kannst du aus Kartoffeln alles machen? Alles. Fang an mit einer Sache. Gnocchi. Herzogin-Kartoffeln. Pellkartoffeln. Salzkartoffeln. Kartoffelpuffer. Kartoffelpüree. Stark. Kartoffelauflauf. Kroketten. Oh. Kartoffelgratin. Kartoffelroh. Einfach roh essen, einfach ja. Roh essen, ja. Pommes. Pommes, sehr gut. Kennst du Kartoffelstempel? Stempeldruck. Oh, also ja. So ein Smiley aus. Ja, genau, sowas, ja. Bratkartoffeln. Bratkartoffeln. Ja. Rosmarin-Kartoffeln. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Rösti. Chips, das Beste von allem. Und Chips gibt es ja verschiedene Geschmacksrichtungen. Das wäre ja eine eigene Kategorie. Pommes. Kartoffelsuppe. Kartoffeln. Kartoffeltaschen. Ja, ich freue mich. Also wirklich auch cool, dass du ein bisschen Zeit hast für uns hier. Ja, muss auch sein. Ich mache zu viel, Ronny. Wirklich. Du hast ja auch viel. Du bist ja auch viel unterwegs. Ich mache zu viel. Aber mir macht alles Spaß. Lernst du das, wenn dir alles Spaß macht? Dir macht bestimmt auch alles Spaß. Ja. Ich kann dich ja nicht entscheiden. Mir macht alles klar Spaß. Das ist das Problem. Und dann, also, mal aber denke ich mir, oh, jetzt mal heute chillen wir auch cool. Ja, ich weiß. Aber du hast doch so nette Leute um dich. Ey, Knirps ist ja wohl auch so ein herrlicher Typ. Ja, auf jeden. Knirps ist herrlich, dann Zeus ist herrlich. Ja, Foxy. Alle herrlich. Die anderen kenne ich nicht. Weiß nicht, wer noch dabei ist. Mystery. Mystery. Der ist so mittel, aber der ist auch cool. Spaß. Ja, mittel ist aber auch mal wichtig. Es können ja nicht alle nur super nice. Ja, weißt du? Auch den Gegenpol. Du brauchst den Kroppen auch so einen Mitteltypen. Krogenberger. Ja, Krogenberger Pilsner. Wenn ich beim im Biersenat aufgenommen werde. Krogenberger Pilsner. Ganz günstig ist es. Schmeckt auch nicht so geil, aber. Aber es ist sehr günstig. Man kann sich gut besaufen. Ja, man kann super trichtern. Wir gehen jetzt über die Brücke hier. Du warst schon auf der Fähre, ne? Auf dem Wasserbus? Wasserbus. Jetzt was Wasserbus? Bus ist ja öffentlicher Personennahverkehr. Ja. Aber halt auf dem Wasser. Jetzt kommst du mir mit so einer Definition. Warst du da schon drauf? Ja. Wie war's? War mega geil. Ja? Ich war da beim Sonnenuntergang da drauf. War nichts los, oder? Bei schlechtem Wetter? Also es war halt irgendwie auch cool, weil so die Lichter vom Hafen waren an und dann war da so ein großes Containerschiff, so an dem wir vorbeigefahren sind. Ja, und es gibt einen Clip, das habe ich im Stream nicht gesehen und ich habe auch niemanden gesehen, der da was im Chips geschrieben hat. Ja. Aber ich habe einen Clip gefunden von vor ein paar Tagen, als ich hier auf dem Wasserbus war. Ja. Eine Sternschnuppe war da im Bild. Nein. Ja. Und da sieht man so, wenn man so genau drauf achtet, so im Hintergrund. Also wie viel allein ein so ein kleiner Container hier kostet. Also dieser ein so ein Container ist ja auch schon riesig. Und deine 3000 Leute haben sich alle was gewünscht, hoffentlich. Ja, sonst könnt ihr das noch nachholen, ist ja auch krass. Wir können natürlich auch eine Stunde eine Hafenrundfahrt fahren und machen und einfach auf dem Boot essen. Lieber, also Wasserbus finde ich da cooler. Wasserbus? Das ist ja in unserem 49-Euro-Ticket. Oder Speedboot. Wir sind noch am Kopf. Wir müssen noch was essen erstmal. Kann man da was essen und trinken bei euch? Habt ihr was an Bord? Ja, bei Gastro an Bord. Gastro an Bord. Wann geht's los? Die nächste sind 23 Minuten. Oh. Dauert die Fahrt? Eine Stunde. Na gut, das ist okay. Also wenn wir eine Stunde fahren, lohnt sich schon, Leute. Ich bin gespannt, ob sich das lohnt. Ja, wirklich. Wir müssen uns abklären. Wir gehen das mal ganz kurz mit unserer Familie einmal. Wir besprechen uns direkt hier. Ja, also. Direkt hier. Ich glaube schon, dass diese Hafenrundfahrten nicht so schlecht sind. Und? Ja. Das ist Krogi. Hallo. Soll ich ein Foto von euch machen? Ja? Okay, warte, real, richtig, warte, das war gut. Jetzt noch Querformat für Facebook Wallpaper, ja? Willst du auch ein Foto mit Krogi? Hey, wir kennen uns doch gar nicht. Ja, lass ein Foto machen, komm. Wie heißt du? Mathis, sollen wir eine Hafenrundfahrt machen, ja oder nein? Was sagst du? Ist Geldverschwendung, würde ich sagen, aber mach trotzdem. Was sollen wir machen jetzt? Er hat gesagt, ist Geldverschwendung, ja, aber mach trotzdem. Wir wollen einfach nur chillen. Dann nehmen wir einfach so eine HVV-Fähre und gehen zum Strand. Ja. Das sind ja jetzt auch Orten hier. Wir müssen rumfahren. Ich habe irgendwie gesehen, dass Metalldetektor stattfindet. Ja, habe ich auch am Start. Das ist einfach nur herrlich. Ich muss eine unangenehme Frage stellen. Schwänzt du gerade die Schule? Nein. Okay, das reicht. Warum hat man heute Schulausfall?
Ja, es ist halt so ein Tag, wo halt die Lehrer sich zusammensetzen und halt so nochmal so ein bisschen reden, so halt Überzeugnis und so. Ah, die ja, haben so ein bisschen Besprechung. Therapie. Die machen heute Therapie, die Lehrer. Frage, was war deine schlechteste Note so? Ah ja, komm. In der Schule? So. Ja. Achte Klasse oder so? Ja, 4 oder 5 halt. Ich glaube, ich habe tatsächlich nie eine 5 auf dem Zeugnis gehabt. Ich glaube, ich habe einmal fast eine 5 gehabt, in Mathe. Und dann so in der 6. Klasse. Und dann bin ich ab dem Zeitpunkt bis zur 10. Klasse zur Nachhilfe gegangen. Und das war geil. Für Mathe. Aber die Chat fragt, ob ihr jetzt in die gleiche Klasse geht. Wir sind zusammen in der 8. Klasse. Wie findet ihr meinen Bart? Ich lasse ihn seit 9 Tagen wachsen. Sehr gut. Heftig, Alter. Sehr stoppelig. Ja, ich wollte ihn einfach mal wachsen lassen und gucken, was passiert. Aber ich habe eine Theorie. Meine Theorie ist, wenn ich den einmal so ein bisschen... Ich muss ihn erstmal ein bisschen... Ich rasiere den ja immer. Aber vielleicht müssen die anderen Haare, die halt noch so, die, weißt du, wo die ganzen Lücken sind, vielleicht müssen die quasi von den anderen Haaren, so die halt mit rauswachsen, erstmal so mitgezogen werden, wie so eine Schafsherde, weißt du? Wenn halt, da müsste erstmal ein paar loslaufen und dann kommen die anderen mit. Und vielleicht kommen die anderen Haare unter der Haut erst raus, wenn die anderen Haare ein bisschen länger wachsen. Ja? Wir brauchen noch mehr Tipps. Conny, jetzt haben wir hier direkt die Zielgruppe. Was sind die heißen Games? Was muss man zocken? Fortnite. Was zockst du gerade so? Ja, was zockst du? Ich muss wissen. Ich zock gar nicht. Du gehst raus oder wie jetzt? Du bist so ja, ich gehe raus. Geht. Boah. Welche Mucke hörst du? Was muss ich hören? Keine Mucke, auch nicht Musik? Nix? Ich höre Musik. Ja, sag doch mal irgendwas. Kann man nicht erklären. Das heißt Hardtech, aber ich glaube... Hardtech. Ja, Crossmouse-Mucke, sag ich doch. Mucke, die bei Crossmouse läuft im Stream. Ich habe eine Frage. Wie seid ihr eigentlich so ihr beide so erfolgreich? Also, gleich zu dir jetzt. Ja, Ronny ist auf jeden Fall erfolgreich, weil du kennst ihn. Ich meine, ich habe ja auch schon mal angefangen zu streamen. YouTube mache ich ja auch, aber halt so. Weißt du, was der Trick ist? Ich sage, es ist ein 3-Säulen-Modell. Kontinuität. Also du musst quasi regelmäßig am Start sein. Egal ob das jetzt einmal die Woche ist, einmal alle 2 Wochen oder 3-mal pro Woche, du musst irgendwie eine gewisse Regelmäßigkeit haben, die man im besten Fall irgendwie auch so dann auch mit der Zeit steigern kann. Aber halt einfach, dass man nicht irgendwie eine Woche jeden Tag streamt und dann wieder 5 Monate nicht. Weil das bringt ja nichts. Lieber dann 5 Monate 5-mal streamen, einmal pro Monat oder so. Dann kommen die zwei noch wichtigeren Sachen. Was machst du? Also du musst irgendwie quasi so, ja, neue Ideen haben. Du kannst nicht das machen, was alle anderen machen. Du musst irgendwie was finden, was gut für den Leuten ankommt, was aber noch niemand macht. Irgendwie neue Ideen haben. Auch wenn es jetzt zum Beispiel Fortnite ist, du sagst, ey, ich will Fortnite streamen. Aber vielleicht findest du in Fortnite krasse Ideen, wie man da geile, interessante Challenges machen kann. Wie Basti GHG das mit Minecraft zum Beispiel macht. Und jetzt kommt Säule 3. Das Wie. Das kommt dann im nächsten Schritt. Also erstmal musst du herausfinden, so was kann ich machen. Aber das Allerwichtigste ist, wie bin ich eigentlich drauf? Bin ich überhaupt ein Typ dafür, ja, für Stream? So? Säule 3 ist die wichtigste. Ist ein Typ oder ein Mädchen? So. Ein Typ für Stream. Typ ja. Ist Unisex. Der macht Gags, Mann. Also genau. Check mal, Ahnung, dass der Gags irgendwie macht. Du musst ja nicht unbedingt, man muss nicht unbedingt lustig sein, aber kannst du 5 Stunden am Stück streamen und die Leute immer noch irgendwie unterhalten, den Leuten immer noch irgendwie was Interessantes bieten und nicht nur irgendwie dann stillschweigen dann vor der Kamera sitzen, weil du dann nicht mehr kannst. Genau, das ist halt so ein bisschen das Ding, das Wie. Wie bin ich eigentlich drauf? Bin ich eigentlich ein lustiger Typ? Kann ich da vielleicht mich improven, so in meiner Unterhaltungsfähigkeit. Ja. Aber es ist halt auch schon ein Commitment, ne? Wenn man so irgendwie, also auch als YouTuber, TikToker oder was auch immer erfolgreich sein will, muss man schon grinden. Also ja, muss ja. Man schon richtig, ey, du viel das, Zeit reinstecken. Du kannst das niemandem empfehlen. Du kannst nicht sagen, ey, mach das auf jeden Fall, wird Erfolg haben. Auf gar keinen Fall. Du darfst es nicht machen, weil du denkst, du wirst jetzt rich oder so. Du musst im Leben Dinge machen, wo du meinst, so, ey, das macht mir Bock. Und wenn du da vor dem Computer sitzt und sagst, das macht mir Bock, dann wird es funktionieren. Mach niemals was, nur weil du denkst, das gibt Kohle bei anderen. Ich habe einen echten Tipp, den habe ich von meinem Onkel gekriegt. Das ist, glaube ich, ein guter Abschlusstipp von meinem Onkel. Ja. Mein Onkel hat nämlich was ganz Weises gesagt einmal. Wenn es etwas gibt, das du wirklich, wirklich machen willst, ja, dann schaffst du das. Und deswegen finde irgendwas, was du wirklich machen willst und dann schaffst du das. Shoutout an den Onkel. Es war wirklich. Ja. Mein Tipp an dich ist wirklich, es klingt jetzt ultra oberlehrerhaft, aber mach eine Ausbildung einfach. Mach irgendwas, was... Lame. Ja, lame, ich weiß, ist super lame. Habe ich auch gemacht. Was, hast du keine Ausbildung? Nee. Eher nicht, aber ich kann es dir sagen, es hilft mir immer. Es hilft auch vom Stress. Ich weiß genau, ich kann was machen. Geil. Ronny halt nicht, aber ich kann Ronny halt einstellen. Das ist halt geil. Hab halt mal Mediengestalter gelernt, so. Aber egal. Das ist auch ein Ding, ne? Man muss nicht nur Influencer werden, um rich zu werden. Also du kannst auch, wenn du es richtig machst, kannst du auch in anderen Sachen rich werden. Als Mediengestalter, als Handwerker, als Model. Landwirt. Model. Das Wichtigste ist einfach irgendwas zu machen.
Das ist das Wichtigste. Wirklich? Nicht auf der Stelle stehen, nicht sagen, ach, ist ja alles scheiße. Auch wenn alles scheiße ist, irgendwas machen, auch wenn es scheiße ist, weil dann irgendwann findet man sein Ding. Hey, wollen wir, hast du Lust, mit uns irgendwo was fooden zu gehen, während wir uns mit dir unterhalten? Ich hab heute noch nichts gegessen. Ja, lass uns. Komm, wir gehen, komm, wir laden dich ein, Mann. Ey, das ist gerade eine richtige Verbrüderung mit der jüngeren Zielgruppe, Ronny. Wie du das sagst. Nein, das finde ich toll. Du sagst es so, als wärst du alt. Ich bin nicht alt vom Kopf. Wie alt bist du? Ich bin 37. Ja. Und wie alt bist du? Was glaubst du denn? Wenn ich ehrlich bin, jeder sagt so 15, 16, aber ich würde schon so sagen, so 18, 19. Ja, ich 18. bin 19. 19 ist er. Also wenn ich ehrlich bin, ihr seid so wirklich mäßig die ersten YouTuber, die ich richtig getroffen habe. YouTuber-Streamer. Ich meine, ich habe Revi schon mal getroffen, aber es war jetzt halt nicht so. Ich habe ihn gesehen. Ich habe gesagt, können wir ein Foto machen? Und er so, nee, ich habe einen Termin hier. Ich sehe ihn noch eine halbe Stunde später, ich sehe ihn da immer noch. Aber manchmal gibt es auch Momente, also ich will ihn jetzt nicht so bashen, manchmal gibt es Momente, da ist es wirklich nicht so geil. Aber ich kenne das auch so ein bisschen, ja. Also manchmal hat man so einen Tag, wo man sich wünscht, heute einmal halt nicht irgendwie, dass Leute kommen und einen erkennen. So. Wenn ich zum Beispiel so mit meiner Verlobten dann mal irgendwo hinreise, dann habe ich keinen Bock auf andere Leute. Ich versuche mich meistens irgendwie zu überwinden, zu sagen, ja okay, ich mache Foto, auch wenn ich nicht so mega Bock drauf habe, weil ist ja auch nichts Schlimmes, aber ich kann schon auch, ich hab auch schon mal gesagt, einfach nö. Weil ich einfach kein kommt Mann. Aber auch, genau, und kommt auch immer darauf an, wie gefragt wird, so, weißt du? Na, auf jeden Fall andere Frage, wohin gehen wir jetzt überhaupt? Ey, das ist eine gute Frage. Das ist echt eine gute Frage. Wir gehen jetzt hier Richtung Speicherstadt. Wir suchen immer noch Brötchen, ey. Also da vorne, Brötchen, Kaffee. Da vorne, das Hafen City, da kenne ich mich aus, da gibt es einen Bäcker. So oder so. Ja, gehen wir da hin? Gehen wir zum Bäcker? Nein, wir gehen zum Bäcker und dann nehmen wir hier eine Fähre. Fertig. Nee, wir sind noch richtig. Wir müssen jetzt hier rechts. Da gibt es die leckeren Brötchen. Ja, also ich weiß nicht, also die sind jetzt nicht... Aber ich weiß, da gibt es welche. Die nehmen wir. Leckere Brötchen. Und dann lass uns gucken. Dann zeige ich euch den Ort, wo ich in meiner ersten Nacht geschlafen habe, als ich hier 5 Tage in Hamburg draußen war. Ich bin ausnahmsweise mal wirklich zum perfekten Zeitpunkt da. Ich bin ja am Samstag oder Sonntag gekommen und dann fing ja an, die Sonne rauszukommen. Da haben mir auch Leute auf Instagram geschrieben und im Chat, ey, bis gestern war hier noch Sturm. Bis gestern war hier noch Regen. Man sagt ja auch so, sei nicht traurig. Ronny bringt die Sonne mit. Also wenn du mal irgendwie ein Logistikunternehmen gründest, ja? Ronny bringt die Sonne mit, ist dein Motto. Merkt ihr das? Das ist eine geile Idee. Ja. Ich würde gerne mal so ein Schärfe-Restaurant machen. Und dann nenne ich das. Ich mache so ein Schärfe-Restaurant, wo es scharfe Currywurst gibt. Ja? Und die nenne ich Ronny räumt den Magen auf. Das finde ich ganz gut, muss ich sagen. So, was magst du trinken? Was Frisches? So ein O-Saft oder so? Oder irgendeinen anderen Saft? So ein Smoothie? Juice. Nee, schon so... Irgendwas. Aber saftiges. Ja, so Apfelschorle. Gerne. Irgendwas Erfrischendes. Okay. Ah. Also ich zieh seine Brille auf. Wie sehe ich aus? Das sieht mega geil aus, das Bild. Sehr schön. Was macht Krogi da eigentlich so lange? Der wollte trinken kaufen, aber warum braucht er so lange? Warum brauchst du so lange? Er weiß nicht. Er braucht einfach einen Moment gerade. Er ist noch am Überlegen. Was ist das denn? Ich hab einmal, also du wolltest was Frisches. Das hier ist Citrus Star und das ist Wild Berry und du kannst dir aussuchen, was du willst. Citrus. Ja, hier. Das hört sich ja, das sieht ja mega aus. Ja, klar, Alter. Mann. Klar, hey, Mann. Hallo. Ist die Brille noch? Nee. Nee? Hier, bitte, ist ja deine. Danke fürs Aufpassen. Ich hab so einen Side-Sun, weißt du? Ja, die ist echt cool. Danke, kennst du so Leute, die so einen Anwalt haben? Ja, kenne ich. Ich kenne zum Beispiel Leute, die zum Beispiel zu Recht geblitzt werden und dann aber sagen, ich war's nicht. Eddie! Und dann brauchen die einen Anwalt. Schmeckt gut? Ja, geil. Das hier schmeckt auch geil. Das ist super hier. Ja. Du willst auch andere Themen, außer die Probleme irgendwelcher neureichen Kleinkindmillionäre? Frage für einen Freund. Ach, du meinst... Hey, chill. Hey, das hast du jetzt geschrieben, okay? Was hat Crack the Egg into the Bowl auf sich? Also, das ist ein Lied aus Parappa the Rapper. Parappa the Rapper ist ein Klickspiel für die Playstation. Das ist so eine Eierschale. Nee, was ist Parappa? Was ist das, eine Eierschale? Ich weiß nicht, auf jeden Fall ein Dude, der rappt. Parappa the Rapper. Nee, ein Hund ist es, glaube ich. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall rappt der Dude, ja? Ja. Und du hilfst ihm zu rappen, indem du die richtigen Knöpfe im richtigen Moment drückst. Ist halt so ein Rhythmusspiel. So ein Rhythmusspiel. Ja. Und da gibt's halt, das haben wir auch bei Haus und Maus gespielt, es hat sich herausgestellt, dass ein Level bei Parappa the Rapper falsch programmiert ist. Könnt ihr so nachlesen, stimmt wirklich, ist falsch programmiert. Und du kannst es nicht gewinnen, wenn du richtig auf dem Rhythmus drückst. Du musst ein bisschen
vor oder danach, das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall ein bisschen verzögert musst du drücken. Und wenn du aber Schlagzeuger bist, ist das unmöglich. So. Weil du bist halt on point. Ja, genau. Hat mich gestresst. Der einzige Drummer, der nicht Offbeat spielen kann. Ja, peinlich. Und hiermit lade ich dich ein, wenn du in Quakenbrück bist oder Bock hast, komm in die Backstube von meinem Bruder. Wir streamen in der Backstube. Ja, hab ich Bock. Ja. Wir machen da geile Scheiße. Wir müssen, ja, sehr gerne. Wir müssen deine Lieblingsgebäck-Sachen machen. Ja, das kann ich auch ganz gut. Das, ja, kann ich besser als die Lord Gamer kochen und backen. Ich kann Blätterteig. Wirklich? Wie viele Schichten? Wie viele Schichten? Wie viele Falten? Ja, oder? Nein, wie viel? Ja, genau. Wenn du faltest, machst du ja wieder mehr Lagen. Also wie viele Schichten Blätterteig? Sag schon, wie viel? Wie viele Schichten kannst du? Wir sind hier beim Blätterteig-Quartett. Sag schon, wie viele Schichten? Warte mal. Ronny, wie viele Blätterteig-Schichten? Wie viel machst du? Weiß nicht, sag du erste Zahl. 100? Das ist gar nicht schlecht. Ich mach dir 120. 128. Okay, machen wir Battle. Große Battle. Oh ja! Blätterteig-Battle, Leute. Wer macht den fluffigeren Blätterteig? wer kriegt mehr Schichten hin? Nee. Das ist ja ein Würmermann. Ohne Spaß, das ist ehrlich ein Würmermann. Ja. Hey, Entschuldigung. Du siehst aus wie Jan Böhmermann. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Aber so von hier mit der Brille, Jan Böhmermann vor 15 Jahren? Ja, genau, deswegen vor 15 Jahren. Mit mehr Haaren. Und, aber siehst original und mehr aus. Farbe in den Haaren auch. Aber du gönnst dir da richtig schön, die Sonne ist herrlich. Genau so stelle ich mir das vor, wie er vor 15 Jahren hier da saß. Ja. Also dann schönen Tag noch. Das Einzige, was ich kann in meinem Leben, ist Schlagzeug spielen. Das aller Einzige. Das hast du richtig. Ja, genau. Alles andere ist Quatsch. Stream ist Hochstaplerei. Stream machen Leute, die sonst nicht wissen, was sie tun. Hey! Komm. Aber er hat schon recht. Ja. Ey, jetzt mal ohne Scheiß. Vor dir habe ich noch echt Respekt, weil du gehst aus dem Haus, du überlegst dir, was du für Content machst. Du machst wirklich was Geiles, ja? Du gehst auf Leute zu, du gehst raus. Das ist irgendwie Arbeit, was du machst. Andere Leute setzen sich von ihrem Computer, ziehen so eine Fresse und sagen dann noch, ey, warum abonniert ihr nicht? Und sorry? Bonschwa. Matteo, was soll das? Und sorry, da muss ich echt sagen, ey, vergesst doch alle mal nicht, wie privilegiert das ist. Wenn das gut läuft, seid doch dankbar. Dankbarkeit fehlt den Menschen, Ronny. Ja. Wirklich. Das muss ich echt sagen. So, ja, Mann. Eva. Bring die eben rein. Ja, sehr gerne. Gehen wir her. Dankeschön. Ich hab Bock, jetzt gehen wir an den Strand. Jetzt sammeln wir Schätze. Ja, ich hoffe mal. Also, ich will natürlich nichts versprechen. Ne? Hä? Geht ihr nicht bauen? Geht ihr nicht bauen? Also, ich hab nur eine Unterhose. Es kann sein, dass wir nichts finden. Das weiß man natürlich nicht. Ich bin auch noch nicht, soll man nicht erfahren. Aber ich war noch nie am Strand nach Schätzen suchen. Und ich dachte mir, ja, wenn ich jetzt hier in Hamburg bin, irgendwie, dann da ist das doch eigentlich die perfekte Möglichkeit. Ciao, schönen Tag noch. Tschüss, schönen Tag noch. Ist das doch eigentlich die perfekte Möglichkeit, das einfach mal an so einem Strand auszuprobieren? Ja. Und da sind ja auch öfters schon durchaus mal Leute. Das Bild müssen wir eben noch zeigen, Ronny. Das sieht schön aus. Ja, es ist schön. Ja, komm, lass weitergehen. Es ist voll lame, das Bild. Ey, es gibt in London, lass uns zusammen zum Weltwaffeltag. Wir feiern in London den Weltwaffeltag. Nee, Pancake Day. Pfannkuchen. Wir fahren zum Pancake Day nach London. Da wäre ich am Start. Noch so einen Roadtrip nach London machen. Zum Pancake Day. Ja. Und dann fahren wir wieder zurück. World Pancake Day. Weißt du, was Pancake Day ist? 13. Februar. Das wird nichts. Kann sogar ich nicht. Wir brauchen einen Termin nach. Dann machen wir einen eigenen Pancake Day. Dann holen wir den nach. Es wird doch wohl irgendwas geben in London, was holen wir lohnt. Holen wir den nach, Mann. G20 Gipfel. Ja, sowas. Oha, das mit so einem Bus bin ich noch gar nicht gefahren. So da, wir wollen aber so einen hohen Wasserbus. Okay. Zeig dir mal die Kleinen, die Hamburger Hunde. Eine Möwe. Ja, das ist ein Elite-Stream. Wenn ihr mal wieder Erfolg im Streaming haben wollt, macht die Drei-Säulen-Methode von Ronny Berger. Ohne Spaß, ich hab mir viele Gedanken gemacht in meiner Streaming-Laufbahn. Ja. Wie lange streamst du schon, dass du so erfolgreich sein musst? Wahrscheinlich 300 Jahre. Nee. Kürzer? Ja. Wie lange denn? Schon lange, ne? Vier Jahre ist schon lange. Nee. Ronny, ich habe richtig gute Laune jetzt, wo wir streamen. Das gefällt mir. Ja, der dreht. Er dreht, guck mal dir das an. Boah, das ist ja, finde ich das Coolste, diese Boote. Das ist so geil. Ja. Das macht mir so viel Spaß. It's my life. And it's now or never. Gut? Ah. Ja, weiter. Cringe pur, ich liebe es. Weiter. Okay. Here I am, rocking like a hurricane. Woo! Ja? Ja, ich kenne keine Lieder. Cool. Ich kenne nur. Adios, du Fidele. Komm, lass rein jetzt. Okay. Lass rein. Ich dachte, die küssen sich jetzt. Ja, hätten wir gleich gemacht.
I just wanna live forever. Geht von nach oben, Leute, oder? Ja, klar. Natürlich. Ja, links ist gut, sagst du? Also links haben wir halt Sicht auf das Wasser. Und da können wir schön gegenüber sitzen, das ist herrlich. Hey, guck mal, das ist ein schönes Bild, wie du da im Wind hockst. Ist das der Trick, dass du von mir 5 Zuschauer kriegst und ich von dir 1000? Fair. Hallo. Guck mal, das schöne Bild hier. Ey, das ist schon einfach ein schönes Bild heute, oder Chat? Das ist herrlich, das war's. Guck mal, wie schön. Und wisst ihr, was wir gleich machen, Leute? Schatz suchen. Schatz suchen machen wir. Wir haben Metalldetektor dabei und wir gehen gleich an den Strand da hinten. Sagst du nicht so laut? Niemand guckt, niemand interessiert das. Die wollen doch gar nichts wissen. Doch, alle gucken beschämt. Alle gucken beschämt weg. Ja, die gucken wir weg. Ach so. Mann, und währenddessen, guck mal, wir haben unsere Details unseres Lebens als Freunde und auf der Fähre, Leute. Das ist einfach nur auf herrlich. Und gleich werden wir noch reich, wenn wir einen Schatz finden. Ja. Das ist ja nur Hammer. Es ist ja alles nur Hammer hier. Conny ist der beste Stream des Jahres, jetzt schon. Wir müssen, glaube ich, nach da. Ja, wir müssen einfach hier runter, genau. Das ist Wildpickeln, mein Freund. Da kann man bis zu 3000 Euro Strafe bezahlen, habe ich gestern gelernt. Cookie sieht riesig aus mit den beiden. Ich bin auch nicht so groß eigentlich, aber ja, das ist schön. Auch mit der Perspektive, dass Ronny ganz außen geht, das ist herrlich. Ja, jetzt bauen wir alles auf, das finde ich gut. Meteoriten sind immer mal leicht magnetisch. Ja, das glaube ich. War es nicht irgendwie vor ein paar Wochen so, war da nicht irgendwie so ein Asteroid? Asteroid? Der da in Bayern irgendwo runtergekommen ist? Nochmal, wie heißt der? Asteroid. Asteroid. Also, was haben wir hier? So, das ist das Gerät, das ist der Gerrit. Ja. Gerrit? Lass mich raten, preislich liegen wir bei 250 Euro circa. Ja, ungefähr so. Ungefähr. Hast du schon gut erkannt, hält sich aus. Ja. Alter, geil. Okay, was brauchen wir noch? Was brauchen wir noch? Kannst du kurz halten? Ja. Gerrit, und jetzt das wichtigste Gerät, das ist hier der... Das Schnüffelstück? Der Erkenner. Der sogenannte Erkenner. Den brauchst du. Das muss ich jetzt hier einmal festmachen. Hier sind so, glaube ich, irgendwie so eine Art Kugellager oder so drin. So. Genau, und jetzt haben wir das. Das ist hier die Schlaufe, die Spule. Ja. Die müssen wir jetzt hier... Und dieses Verbindungsstück, mach das dann mit dem... Pass auf, genau, die müssen wir jetzt hier so rumwickeln, weißt du? Mit dem PC. Mit dem X250 PC, ja? Genau. Das geht dann in den Computer rein. Reicht dir das an Wicklung, ja, oder? Nee, noch mehr Wicklung? Ja, aber lass mal nicht zu viel Wicklung machen, weil dann können wir es verlängern, wenn du das zum Beispiel benutzt, ein bisschen größer. Ja, aber ich muss da was tun für meine Figur. Aber bücken ist nicht so gut für den Rücken. Nee, ich mach fest. Hast du Rückenschmerzen manchmal? Nein, immer. Manchmal nicht. Deswegen spiele ich auch stehen Schlagzeug, wirklich. Ich muss es ganz fest nehmen, ne? So. Und jetzt mache ich den hier an. Achtung. Oh. Alter. Jetzt ist das auf alles eingestellt. Mama, scan mich mal. Ja. Ist nämlich Eier aus Stahl. Yes, das Ding scheint zu gehen. Man kann jetzt hier so die Sensitivität einstellen, also quasi, also wie, aus welchem, in welcher Range er das quasi so erkennen soll. Dann kann man tief der halt erkennen soll. Und man darf es nicht zu hoch machen, weil am Ende, keine Ahnung, weil guck mal, jetzt halte ich jetzt hier so in der Luft und erkennt irgendwas. Ja, ja. Hier steht dann, wie viel Fuß das quasi unterm im Boden ist. 2 Fuß oder 4, also ich glaube der Zoll, 2 Zoll, 4 Zoll, 6 Zoll und mehr als 8 Zoll, glaube ich. Und hier können wir dann so die Modi irgendwie wechseln, dass der dann nochmal so voreingestellte Modi hat. Hat er hier irgendwie alle Metalle, Coins, Relics. Auch Bitcoins, geht das auch? Relics, ja. Custom, Jewelry. Ja, hol gerne mal Goldstück raus. Münze raus. Relic Hunter. Genau. Dann gibt es eine geile Funktion, das ist die Pinpoint-Funktion. Ja. Wenn ich hier drauf drücke, dann... Ah ja, okay, das ist geil. Um so, wenn du da vielleicht so einen kleinen Lauf auf, um nochmal genau zu erkennen, wo genau befindet sich jetzt die Stelle, wo wir graben müssen. Ja, verstehe. Du guckst weg, ich versteck's. Warte kurz. Okay, es versteckt. Okay. Oh. Was? Ich hab's! Alter, was? Er ist reich. Er hat 50 Cent gefunden.
Was? Ich hab. Was? Hammer! Ey, ich bin der Spartenchat. Was geht ab? Der Relic Hunter Ronny ist unterwegs. Nichts als Dankbarkeit, Leute. Nichts als Dankbarkeit für diesen Stream. Seid ihr bereit, Leute? Ja. Wer will den großen Schatz finden? Ja, der große Schatz! Ja! Wo sollen wir lang? Du bist Gold Roger. Nee, wir gehen da in den Schmodder. Da unten runter? Ja, klar, weil die Leute keinen Bock haben zu suchen. Wo ist One Piece? Da ist was. Warte. Hier, in dem Bereich. Ja. So ist es, die große Goldkette. Es ist immer noch da. Ist das drin? Ja, ja. Ruft vorsichtig Giftmüll. Es ist immer noch da. Es ist hier. Jams. Es ist immer noch da. Es ist noch da. Können wir vorstellen, uns Es ist hier so. Check das. Da hat er auch. Er hat es doch gerade. Es ist da irgendwo. Warte, mach mal. Streich es mal so komplett aus. Ja. Mach mal die Schaufel kurz weg. Warte. Da ist es, was? Was ist es? Was ist das? Ein rostiger Nagel! Ich wasche ihn. Ronny, hier ist klares Wasser. Es ist wirklich wunderschön. Rostiger Nagel! Yeah! Pack ihn rein. Zack, eingepackt. Erstes Ding. Der Geil. Check. Okay, weiter, das war ja schon mal geil, das oder? War ultra geil. Wo sollen wir lang? Sollen wir hier so? Hä, aber du hast es direkt gefunden, das ist schon beeindruckend. Ich glaube, hier, Vorsicht. Ja! Nee, warte. Alle zurück. Ja! Hä, die ganze Bahn. Uran. Zwei Stellen. Zwei Sachen. Erstmal hier. Abwasserrohr. Streichtechnik. Es ist da. Okay. Das muss ich sagen. Streichtechnik. Die Streichtechnik finde ich richtig gut. Streichtechnik. Hä? Es ist Gott. Entweder es ist da, oder da. Es ist genau hier. Da hört doch was. Das ist ja die Steinkiste. Da. Das ist es! Eine Schraube! Wie geil! Mann, schon wieder was! Da ist noch was! Pack rein erstmal! Pack die Schraube rein! Was war nicht der Beutel? Oh, die ist runter! Er hat den Beutel nicht gebraucht! Die Schraube, Mann! Eine Schraube! Da ist noch was, guck mal! Achso, lass ich immer ein bisschen zurück! Noch eine Schraube! Wir haben zwei Dinger! Da ist immer noch was! Epic Loot! Hier! Pack hier! Check das ab! Okay, Achtung. Seit der zweiten Schraube ist ja nicht mehr dasselbe. Da ist was. Hier schon raus, ne? Schon raus. Warte mal. Nee. Was ist das hier? Ja! Da ist es doch. Ronny, da muss es doch sein. Geh mal zurück jetzt! Relic Hunters! Nur geil! Es ist hier! Es ist da drinnen! Es ist da! Wo ist es? Es ist krass gerade. Ich gehe auch einmal rein, sonst müsste ich vielleicht. Ist das nicht der Ort? Ist das eine Verarsche? Oder ist das Epic Loot? Hey, das regt mich auf. Da muss Epic Loot sein. Ey, warte, jetzt noch ein Test, ja? Wenn ich den jetzt hier nehme. So, oh, warte mal. Ein bisschen weiter. So, jetzt ganz tief mache. So, den dahin. Was ist das? Hier, was ist es? Warte mal! Was ist es? Ein Stein. Ist das ein Stein, oder? Goldbach. Alter, was ist das? Ein Stein, Ronny. Aber war ja das? Der Stein war es. Es war der Stein, Ronny. Das war der Stein. Ja! Nee, das ist auch noch was. Da muss ein Puddel hier mal einmal. Genau da. Ja? Ja. Es muss direkt hier sein. Ja! Okay, warte, mit den Händen jetzt. Mit den Händen. Buddel rein. Ja. Und? Das hier? Und? Was ist es? Hier ist irgendwie ein Steinchen. Das ist kein Stück Stein. Gläsern. Ah! Ja!
Angelhaken! Ein Angelhaken! Angelhaken! Rally Kantas! Yeah! Rally Kantas! Petri Geil! Petri Geil! Ja. Lass einfach im Schmodder machen einmal. Ja, wo die Leute nicht hingehen wollen, weil sie sagen, es ist zu nass. Da wollen wir hin. Da, wo man das Gold noch liegen lässt. Ich bin drin, ich bin noch da. Oh. Ist der Stein? Ist einfach der Stein, der da? Ja. Das ist der Stein. Was? Rutsche tatsächlich. Das ist 6 Zoll tief. Das ist noch tiefer. 6 Inches, sagt er. Den Arm auf. Warte, ich hau noch mal okay, was ab. Okay. Was das, was glänzt, ist das, was glänzen müsste. Hau raus jetzt, hau raus! Das war eine Glasscheibe. Nee, da ist doch was. Das ist hier. Okay, ich mach noch Teilung. Check das ja, ab. Teilung? Ja. Einmal kurz, Kollegen, nee, einmal die Spaten weg, Aber da ist ja eine, mein Mal liegen aus dem Geld. Aber irgendwie sieht das Nasse hier blöd, weil das... Ich gehe alles wieder zusammen, verschiedene Dinge. Ja, aber die Challenge ist größer. Haha, geil. Weißt du, was ich meine? Aber ich finde es hier jetzt gerade nicht drin. Ja, dann gehen wir wieder auf den normalen Sand, ey. Gut. Jetzt verstehe ich, warum die ganzen Dullis hier nicht ihre Goldschätze suchen. Okay, lass noch einen Schatz finden, Leute. Ja, einen Schatz noch. Einen finden wir noch. Komm. Warte, Abstand. Oh. Warte. Ja? Mach die Sensitivität. Ja. Nee. Da, warte. Warte, wo misst der? Misst der genau unter dem Stab? Ja, ich glaube, genau da bei dem Anschluss misst der, glaube ich, hier. Ja, okay. Yeah. Warte, okay. Okay. Schatz, Leute. Warte. Oh, ist das schwer, ja. Aber es ist der gleiche, aber guck mal, der macht je nach Metall einen anderen Ton. Ja. Das ist der gleiche Ton wie die ganze Zeit, ne? Ja. Nee. Hä? Da steht ganz wie tief ist er? 8, also irgendwie. Wenn er auf dem Loch ist, 8+. 8+? Ganz weit hier runter steht hier. 8+? Da steht 8+ Zoll. Alter, muss es ja riesig sein. Oder ist einfach jetzt nicht drunter? Ja, mach genau, schipp mal so ein bisschen, mach so ein paar Haufen. Ja, und dann checkst du die Lage. Denkst du das Loch ein bisschen größer? Ja, so mäßig. Ich mach die überall Häufchen hin, ja? Okay, ja. Da, okay, ja, ganz kurz, stopp. Ja? Graf, stopp. Was, warte, bist du sicher? Ja, Graf, stopp, hey. Mach auf, Kuri. Ich war gerade im Goldfieber. Okay. Ja. Achtung, Leute. Ja. Da erkennt ihr was? Ja. Da auch. Da erkennt ihr was? Ja. Da. Da auch? Ja. Rostiger Nagel. Hier nicht. Und nochmal das Loch bitte. Hier ist nichts. Gut ausgekoffert. Hast du gut gemacht? Gut ausgekoffert. Ja, hast du gut gemacht. Okay. Dankeschön. Gebe ich mir auch. Hier ist es. Hier, Leute. Geh ran. Hast du's? Er hat's. Was ist es? Ein rostiger Nagel. Ein rostiger Nagel. Rally Kantas. Nummer 1. Aber das Loch bietet mehr. Da wollte jemand zum Nageln an den Strand. Irgendwie piept er hier überall so ein ganz bisschen. Ja. Hier, guck mal oben die Linie. Der ist hier im Silber-Gold-Bereich. Ja? Guckt euch das mal ganz kurz an hier. Silber-Gold? Seht ihr das? Guck mal. Warte. Da. Ne? Hier steht auch, wie doch, viel das wert ist. Doch, da ist er hier so im Goldbereich mäßig. Da ist was tief im Boden. Ja, lass dich buddeln. Da muss ich hier, ran. Hier, genau da. Silber. Zeig doch mal die Stelle. Ja, muss ich rein. Hier. Stein sein, muss ich ran. Nochmal genau so ein Loch nochmal. Ja, genau so. Immer mit der Ruhe. Wir sind nicht ruhig. Nein, wir wollen. Wir können uns immer zu Hause sind. So. Huch. Meine Powerbank. Loch ist leer. Ja, da ist was. Geh mal ein Stück höher. Der überall. Das ist Gold. Goldpuder. Goldpuder ist es. Ich glaube, ich werde hier verarscht. Ja, Goldpuder. Weg, ich geh rein. Geh mal da richtig tief rein. Ich geh rein. So richtig mal 30 cm in den Boden. 30 cm in den Boden. Ja, feuert mich an. Kroki. Rally Kantas. Graben. Hier, es ist genau da. Es ist genau da. Mathis, mit den Händen rein. Geh mit den Händen rein, Mathis. Hier ist was. Hast du was gespürt? Er will sich nehmen. Ist es das?
Es ist ein Stein. Ist das ein Gold Nugget, Mann? Das ist was Metallisches. Ist lass mal waschen. Ab zur Waschung. Waschung. Ja. Waschung. Ja. Waschung. 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 So, hier, hier. Okay. Alter, das ist Gold. Metall. Metallgold. 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 Relic Hunter. Ey, das war richtig schön. Ronny, das ist so schön mit dir. Das macht einfach Spaß. Und dann würde ich mich hier verabschieden, ja, weil ich tatsächlich noch ein bisschen arbeiten muss. Ich wollte sagen, Ronny Berger ist ein geiler Typ. Ich liebe dich, Mann. Geiler Typ. Ich lade das Video auf YouTube hoch. Ja? Ja, mach. Könnt ihr gucken, was abgeht. Drück auf Rate jetzt übernehmen. Rein jetzt. Rein in Aal. Rein in Ronnys Aal jetzt. Ja.